hier zu spielen. Hat Spaß gemacht, die Hütte war voll, es war super coole Stimmung. Und deswegen ist das schon ein cooles Turnier gewesen und ein perfektes Turnier. Ich habe, glaube ich, hier die beiden wichtigsten Akteure des Turniers zweiten. Den, der die meisten Tore geschossen hat, mein Freund Helwig und natürlich Tomsa, altbekannt. Mit 42 Jahren bist du heute mal einer der Jüngeren hier in den Ligen der All-Stars. Hast aber gezeigt, dass auch die Jungen es können. Können, ja. Ja, ja, also, was soll ich sagen, ist immer wieder schön hier zu spielen. Ob, ja, egal ob jung, ob alt, man freut sich halt wiederzusehen. Hätte ohne gedacht, dass die alte Kanone heute da ist, aber räumt er dann halt ab, nicht? Und so ist es immer wieder schön, gerade auch hier in Cottbus. Helmut, du warst ja auch damals zu aktiven Zeiten einer, der gerne Tore erzielt hat. Heute bist du Torschützenbester. War das so ein bisschen heimlicher Plan? Nein, überhaupt nicht. Also ich muss das mal reinkommen und gucken. Und ja, dann hat das Turnier so seinen Lauf genommen und dann irgendwann war es realistisch. Aber als ein Plan war es nicht. Und wenn es dann letztendlich nicht geklappt hätte, wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Aber ich freue mich natürlich riesig, weil hier zu spielen hat Spaß gemacht. Die Hütte war voll, es war super coole Stimmung. Und deswegen ist das schon ein cooles Turnier gewesen und ein perfektes Turnier. Drei Tore hast du erzielen müssen, um die Krone zu holen. War das der Mannschaft klar? Hattet ihr da einen Plan? Ja, wir hatten tatsächlich einen Plan und das haben wir alle umgesetzt. Auch Tomsa, war auch wichtig, dass er so stark gehalten hat, ne? Um uns teilweise im Spiel zu halten. Und der Plan war schon da, mir das aufzulegen. Und deswegen musste ich auch zu lange durchspielen zum Schluss und bin jetzt mega kaputt. Gerne wieder in Cottbus. Bei Tomsa ist es nicht ganz so schlimm. Ihr wohnt hier vor den Stadttoren, aber für dich ist der Weg schon ein bisschen weiter. Aber ich glaube, auf Cottbus freust du dich immer wieder. Ja, immer seitdem ich weggegangen bin. Immer wieder ist auch so ein Stück weit wieder nach Hause zu kommen. Ich hatte hier vier Jahre eine richtig schöne Zeit, wo alles gepasst hat. Und deswegen ist es immer schön. Also ich komme eigentlich immer wieder nach Hause. Tomsa, wie motiviert dich dieser zweite Platz gegen die großartige Konkurrenz und auch dank deiner Paraden? Naja, die Motivation musste vorher schon da sein, aber da brauchte heute, glaube ich, keine große Motivationsspritze da sein, weil wir waren das den Leuten auch schuldig, wenn man ans letzte Jahr denkt. Da, ich will jetzt nicht sagen, sang- und klanglos letzter Platz, aber war der letzte Platz, das ist nicht unser Anspruch. Und wir haben gesagt, wir wollen klar besser sein dieses Jahr und das haben wir auch geschafft. Jetzt gibt es Glas Buttermilch oder noch was Besseres? Na, jetzt gibt es auf jeden Fall ein Bier. Das, da haben wir uns schon die ganze Zeit drauf gefreut. In der Kabine steht schon die ganze Zeit ein Kasten und ich glaube, einigen ist schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Und jetzt trinken wir ein schönes Bier zusammen und mal sehen, was der Abend noch so bringt. Das habt ihr euch mehr als verdient. Herzliche Gratulation euch beiden und natürlich dem Team für Platz Nummer 2. Alles Gute.